Hallo meine Lieben, ich grüße euch und melde mich mal wieder hier auf dem Kanal aus dem YouTube-Exil sozusagen, denn der 5-Ideen-Kanal ist noch immer gesperrt. Ja, wir werden sehen, was da passiert, aber was soll ich sagen? Ich sitze hier, es ist jetzt gerade Regenzeit, es regnet wirklich sehr oft. Ich habe heute sogar einen Pullover an und das ist, glaube ich, eine ganz gute Metapher, weil viele Menschen sind zurzeit in der Regenzeit. Das ist eher ungemütlich, sage ich mal. Aber es wird nicht immer so sein. Und es wird wieder Sonne kommen. Es wird wieder Sonne scheinen. Und da bin ich mir ganz sicher. Trotz des Wahnsinns, den man immer wieder vernimmt, ist es doch so, dass unter der Kruste in Wirklichkeit sehr viel brodelt und sehr viel da ist. Ich habe gestern mit einigen gesprochen und habe da verschiedene Dinge gehört, die möchte ich mit euch gerne teilen. Eine Geschichte vorab sind diese Testzentren. Ich habe aus Spaß gesagt, das florierendste Geschäft in Deutschland für Startups sind jetzt Testzentren. Überall werden Testzentren eröffnet. Und da gehen tatsächlich Leute hin. Da lassen sich tatsächlich Leute testen. Man kann es sich kaum vorstellen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das tatsächlich funktioniert. Wahrscheinlich ist es so, dass die Leute sagen, oh, wir müssen uns immer schön testen, dann müssen wir uns nicht impfen lassen. Obwohl das vielleicht so eine Art Generalprobe ist. Auf jeden Fall wird unheimlich viel Geld damit verdient, auch viel Geld dafür ausgegeben. Und das ist natürlich auch krass. Ja. Naja, und es gibt Leute, die haben eigentlich zum Beispiel einen Einzelhandel und das Geschäft läuft nicht gut und lief auch nicht gut, hatten ja zu. So, könnte alles möglich sein, wie ein Weinhandel oder so. Und jetzt ergreift man die Chance und versucht noch ein bisschen Umsatz zu machen und verkauft Tests, macht ein Testzentrum. Ja. Tja, aber ich denke, man sägt sich da am eigenen Stuhl. Und das ist ja auch keine schöne Welt, wenn man nur noch Testzentren hat statt Weinläden oder Buchläden oder Bekleidungsgeschäfte. Das ist verrückt. Und wenn man sich dann diesen Test anschaut, den habe ich mir auch genauer mal angeguckt, mir wurde der Beipackzettel zugeschickt. Das ist schon sehr interessant, was man da liest. Es gibt eigentlich einen großen, sagen wir mal, Sicherheitsaufwand, Schutzanzug, Handschuhe und solche Dinge werden vorgeschrieben bei der Anwendung dieses Tests. Das ist sozusagen der Arbeitsschutz normalerweise. Also Krankenpfleger, Schwestern sollten sich sozusagen schützen mit Handschuhen. Aber in der Schule ist das nicht nötig. In der Schule darf so ein Schnelltest einfach von Kindern benutzt werden. Das ist ja unter Aufsicht der Lehrer. Ne, das reicht also 20 Kinder, ein Lehrer oder so, ja, vielleicht auch nur 10 Kinder. Und dann hat der hat das dann voll im Blick. Da kann überhaupt nichts passieren. Und die Handhabung mit dem Test ist ja so einfach, das ist ja für Kinder überhaupt gar kein Problem. Muss man ja nur in die Nase stecken, dann muss man das ungefähr 4-mal drehen, dann muss das 15 Sekunden da drin bleiben und dann macht man das mit Trägerflüssigkeit ein paar Tropfen auf diesen Teststreifen, dann wartet man 15 Minuten, das ist einfach ein Kinderspiel. Ja, und das ist dann eigentlich Sondermüll. Ne? Im Krankenhaus wird das auch ganz gesondert behandelt. Also da hat man erstmal diese Sicherheitsvorkehrungen und dann wird das gesondert weggeworfen. In der Schule ist das nicht nötig. In der Schule kann man einfach das in den Restmüll werfen. Und Zitat von einer Schule, und zwar die Lehrer bringen Grillzangen mit und die Lehrer werfen dann mit Grillzangen diesen Müll in den Restmüll. Und die Schulen haben dann riesige Mülltonnen voll mit diesen Teststreifen.
Und ja, im Grunde genommen Sondermüll mit Plastik und so weiter. Ja, keine Ahnung, warum die im Krankenhaus immer so einen Aufwand machen. Ist eigentlich überhaupt nicht nötig. Und die Dinger haben ja seit laut Verpackungsbeilage haben die sogar 91,9% Effektivität. Das ist total schlechtes Ergebnis, ja. Also 0,9 Fehlerquote laut der Verpackungsbeilage. Kann ich auch mal entsprechend verlinken in der Beschreibung. Ja, und das würde dann bedeuten, an so einer Schule mit 1000 Schülern wären dann im Grunde genommen jede Woche, wenn da zwei Tests stattfinden, 20 Leute positiv. Auf jeden Fall. Also die müssen dann immer zu Hause bleiben. Also 20 Kinder bleiben immer mindestens zu Hause für 2 Wochen. Ja, ist ja vielleicht sogar auch sowieso schöner zu Hause, wenn man Distanzunterricht machen darf. Dürfen nämlich nicht alle. Eine Mutter, mit der hatte ich gesprochen, die hatte ihr gebeten um den Distanzunterricht, dass ihr Sohn das machen könnte. Und obwohl das ja jetzt die ganze Zeit Thema war und alle immer zu Hause beschult werden mussten und die Mutter entsprechend für ihre 4 Kinder Hausaufgaben und Schulaufgaben den ganzen Tag gemacht hat, weil die sonst auch nichts zu tun hatte. Und jetzt aber, wo sie das gerne wahrnehmen würde, Distanzunterricht, weil sie ihre Kinder nicht in diesen Test entlassen möchte und auch nicht Maske tragen lassen möchte. Sie sagte sogar jetzt, sie möchte ihre Kinder schützen vor den Erwachsenen und deshalb wollte sie nicht zur Schule schicken. Ja, so weit ist es gekommen, das sagte sie selbst. Ja. Und ja, dann wurde ihr gesagt, sie würde ihrem Kind die Chance nehmen, an der Gesellschaft teilzunehmen. Also wirklich humorvoll, diese Lehrer, dass man sich da auch Zeit nimmt für eine individuelle Antwort. Ja, also wenn man sein Kind nicht ständig zum Testen in die Schule schickt und auf die Maske besteht, bis sie schwindelig werden, dann nimmt man dem Kind die Chance, an der Gesellschaft teilzunehmen. Das ist dann also die Gesellschaft. Vielleicht muss man da einfach nochmal die Definition ein bisschen der Realität anpassen, was eigentlich mal Gesellschaft war. Und ja, diese Mutter hat da wirklich nicht locker gelassen und hat sich auch beim Kultusministerium gemeldet. Und in dem Bundesland Hessen hat sie mit denen dann telefoniert und dann denen die Lage erklärt, mit ihren Kindern, mit der Situation, mit der Willkür. Und der Mann von dem Kultusministerium, der am Telefon war, der von der Telefonzentrale, der sagte, er kennt den Fall, er kann da nichts machen, es ist halt so entschieden. Und als sie fragte, wie er heißt, weil er sich nicht mit Namen gemeldet hat, sagt er, wir dürfen unseren Namen nicht mehr sagen, weil wir seit Wochen so viel beschimpft werden. Also das Kultusministerium wird so viel beschimpft, dass man am Telefon nicht mehr die Namen sagt. Es wird sich hier nicht um das Problem gekümmert, weswegen da Eltern anrufen, sondern es wird sozusagen drüber tapeziert. Über den Wasserschaden einfach drüber tapeziert. Aber es zeigt doch, wie viele es sind, wie viele Menschen dort anrufen, wie viele Unmut haben, wie viele es nicht akzeptieren. Und das gibt mir Zuversicht. Das gibt mir Zuversicht, weil ich sehe, die Eltern sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo sie die Nase voll haben. Auch Pflegepersonal, die sich zum Teil auch lange krank schreiben lassen. Manche sind auch lange krank geschrieben wegen der Nebenwirkung der Impfung. Aber auch die Erzieher kommen dazu. Es war ein schmerzhafter Weg, ganz definitiv, aber es werden immer mehr, jeden Tag. Es war so, dass die beim Kultusministerium schon nicht mehr sagen, wie sie heißen.
weil so viele Leute anrufen. Weil sie Angst haben vor den Menschen. Ich weiß nicht, was für Leute da beim Kultusministerium arbeiten, aber vielleicht sollten die mal ein bisschen nach den Kindern gucken, was da gerade passiert. Und ich weiß ja nicht, was die sich denken, wie lange das dauern soll. Das kann man ja nicht einfach so wegwischen. Denke ich immer. Oder? Ja, also ich werde euch die Broschüre entsprechend verlinken. Den Beipackzettel von dem Schnelltest. Der ist markiert, da habt ihr die Highlights auch mit drin. Und ich habe das auch auf Telegram nochmal sozusagen auch nochmal selektiert. Ein paar Ausschnitte. Ein paar Infos dazu. Jeder, der sich dafür interessiert, sollte sich das mal anschauen. Und ja, ich habe ja schon gesagt, Geschäftsideen, Testzentren sind die neue Geschäftsidee. Ich glaube nicht, dass das eine langfristige Geschäftsidee ist. Für mich wäre das moralisch nichts. Ja, also da mache ich nicht mit, genau wie bei dem Maskengeschäft oder sowas. Aber es zeigt auch mal wieder, wie verzweifelt die Wirtschaft ist, wie verzweifelt solche Einzelhändler sind, die eigentlich was ganz, ganz anderes machen wollten. Vielleicht eine Leidenschaft haben für ein Thema und jetzt gezwungenermaßen Tests verkaufen müssen oder Tests anwenden müssen. Und ich habe vom Arbeitsamt gehört, von einer Mitarbeiterin, die hat gesagt, sie haben statt der üblichen 2 Hartz-IV-Anträge pro Woche, die sie bearbeiten müssen. Das war der alte Standard. 2 Anträge pro Mitarbeiter pro Woche. Jetzt haben die gleichen Mitarbeiter 10 Anträge pro Tag. Also das ist nochmal so ein kleiner Hinweis, dass da natürlich auch jetzt immer mehr passiert, was schmerzhaft ist, aber was Bewegung rausbringt, unter der Kruste. Und das wird aufbrechen. Und dann werden sich die Menschen jetzt nicht mehr das alles gefallen lassen. Davon bin ich fest überzeugt. Auch wenn jetzt noch Regen ist, die Sonne wird bald wieder rauskommen. Und dann wird es wieder hell. Ja. Und dann wird das auch wieder normal. Dann werden wir uns auch wieder daran erinnern. Wir können nämlich unsere Menschlichkeit nicht vergessen. Man kann eben die Menschlichkeit den Menschen nicht wegnehmen. Man kann sich vielleicht eine Zeit lang quälen, aber nicht ewig. Und das wird sich jetzt ändern. Ich danke euch, ich danke allen Müttern und Vätern und Erziehern und allem im Gesundheitswesen. Bleibt stark. Ganz, ganz liebe Grüße. Euer Dave. Ciao.